Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Knut Elstermann vom RBB, von Radio 1, dort Moderator und Filmjournalist und habe die große Ehre, Ihnen ein wichtiges Werk der staatlichen Museen vorzustellen, das Gemälde von Adolf Menzel, Friedrich der Große, die Ansprache vor der Schlacht von Leuthen, vor seinen Generälen, also ein sehr dramatischer Augenblick des Siebenjährigen Krieges. Dieses Gemälde ist unvollendet, die größte Leinwand übrigens, die Menzel jemals bemalt hat. Und es gibt verschiedene Theorien darüber, warum er dieses Bild nicht vollendet hat. Ich finde das auch sehr merkwürdig. Jemand wie Menzel hat ja das Bild von Friedrich vom Alltag auch bei Hofe für uns für alle Zeiten geprägt, aber dieses Gemälde hat er niemals zu Ende gemalt. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen, die ich ja alle nicht entwickeln kann. Wichtiger ist vielleicht für uns als Menschen der Moderne, dass wir ein Fragment, auch dieses Fragment ja, durchaus akzeptieren können als vollständiges Kunstwerk und wunderbar darüber meditieren können. Denn Friedrich der Große ist ja hier nur angedeutet, auch nicht alle Generäle sind ausgeführt, wir sehen aber ihre Blickrichtung. Sie schauen auf diesen weißen Fleck und denken gleich darüber nach, was bedeutet Ihnen der Herrscher? Und auch wir können es tun. Wir können unsere Perspektive hineinbringen, darüber nachdenken, welchen Platz nimmt die große Persönlichkeit in der Geschichte ein, welchen Einfluss hat sie? Also dieses Bild ist für mich eine Meditation, um über Geschichte nachzudenken, auch wenn es Menzel niemals vollendet hat, ja vielleicht gerade deshalb.